Mayhem Nick Versus. Und hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Ratchet and Clank. Falscher Planet. Ich war eigentlich schon einen weiter. Ruinen von Gora City. Wie kann mich das Spiel denn außer falsch mal hinsetzen? Naja, egal. Ich bin so fest im Urlaub, alles ist toll. Denn ich bin am Samstagmorgen um 1 oder 2 Uhr zu Hause angekommen. Oh mein Gott, die Nacht sind wir durchgefahren. Clank? Clank? Komm schon, wach auf! Captain Quark? Nein, Dummerchen, ich bin's, Ratchet. Was ist passiert? Du wurdest vom Blitz getroffen. Hier tobt ein verdammt schlimmer Sturm. Du bist da draußen nicht sicher. Bin gleich zurück. Jetzt sehe ich, dass es ein Überzeuger auf seiner Brust drauf hat. War nicht schlecht. Gehen wir mal sehen. Ich habe sowas wie. Ich habe heute ein paar tolle Sonderangebote. Und die kostet mal eben 30.000. Mit Rabatt. Da muss ich wohl noch ein bisschen sammeln. Ich hoffe nur, die wird nicht gebraucht. Wäre sehr ärgerlich, wenn die noch gebraucht würde. Okay, die Welt nimmt normalerweise immer zwei Wege, aber hier gibt es offenbar nur einen. Ist ein bisschen schade, aber dann mache ich mal meinen Weg hier durch. Ich sterbe wahrscheinlich nicht durch einen Treffer, aber. Oder? Dann hau ich sie halt. Verschwend keine Ammo hier. Na ja, schade, nichts zum Hochklettern. Na gut, sieht sowieso alles ziemlich kaputt aus. Ja, Ratchet trifft bloß nicht. Okay. Nichts Abnormales, Roboter, die einen. Saumäßig teure Raketen zwar, aber ich habe keinen Bock, hier getroffen zu werden. Kommt mal runter, ich will spielen. Er hat so gewollt! Ah ja, sind noch zwei Schrauben sowieso im Arsch, okay. Aber ich bin gleich auch im Arsch. Noch so welche? Ah, super, ich komme wieder da. Okay. Kommt her. Kann man Blitz angreifen, das ist unfair. Nimm mir halt Feuer. Keiner außer den Typen, die wollen auch noch spielen. Bitte. Okay, wenn den ganz so angreift, ist vielleicht nicht der Beste. Meine kleine
ein Helferlein und der Todeshandschuh. So, wo klappt? In diesem Kapitel, was ich einen Treffer gekriegt habe. Aber ich sterbe trotzdem viel zu schnell. Ich muss die Typen. Ich muss die alle loswerden. Oh man, auf die kleinen Dinger sowas von Verlass. Die Raketen haben auch nur Auto-Aim, wenn sie wollen, ne? Ist ja grauenhaft. Laserbombenwerfer. Neues als Helferlein. Und der Todesanschlag. Eine Menge Geld hier. Auch wenn eine ganze Menge sowieso nur rumliegt. Okay, jetzt warte ich erstmal, bis alle rausgekommen sind, inklusive den Bomber. So. Ey, hier werde ich abgehauen. Fuck. Das Ding haut ab. Okay, was? Wait. Shit. Die Dinge muss man echt mit Visibomben abknallen, sonst wird man die nicht los. Was bist du? Nicht zerstörbar. Wobei, ja, hier kann man halt doch gar nichts zerstören in der Umgebung. In späteren Ratchet & Clank spielen soll man das halt können. Ich frag mich, wann ich hier HP kriege. Wie viele von denen hier einfach mal drauf waren, ey. Zurücklaufen, das ganze Geld einzusacken. Ah, ich krieg einen Minenhandschuh-Ammo, wundervoll. Meine kleinen Geschützerlein krieg ich dadurch aber nicht aufgefüllt. Das ist ja nett. Checkpoint. Nein, natürlich! Na, Mann! Jetzt soll sicher noch ein Gadget run hier in der Nähe, oder? Okay, dann muss ich die erstmal auffüllen. Zu teuer, ja. Sündhaft teuer. Eine Schönheit. Eine Schönheit. Halt mal. Aber aufgefüllt und bin genauso reich wie vorher. Ups. Na. Teure kleine Helferlein, aber gute Helferlein. Nicht immer, aber immer öfter. Falsch, kein. Hier, der.
Ah, hat zwei auf einmal erwischt, ist ja toll. Bums. Sind doch teuer, aber habe ich denn eine Wahl? Okay, diese Minen müssen erst landen, bevor sie losgehen, aber sind auch sehr brauchbar. Denn auch die sind Auto-Aim. Und sie eine Vorliebe der Verwüste. Okay, sagen wir nicht das Vorliebe, sondern vielmehr. Um Ammo zu verschwenden. Meine Fresse, nee. Wie viele Schüsse ging davon denn wohl annehmen? Naja, hat aus einer Richtung keinen Erfolg, geht in die andere. Ups. Ich muss Rachel richtig ausrichten, sonst schießt er mir auch daneben. Warum kriege ich für den Flammenwerfer Ammo? Viel zu viele von diesen Mistviechern! Ich habe keine Lust, schon wieder 30.000 Bolt sammeln zu müssen für eine Waffe, die ich hier nur einmal brauche. Das muss auch anders gehen. Komm her. Schon wieder von dem Flammen. So viel Ammo habe ich auch gar nicht verballert. Oh, doch, habe ich. Es ist fantastisch, wie sie hier Waffen voraussetzen, damit man einigermaßen durchkommt. Ah, Mann. Ah, guck mal, wer online ist. Komisch, dass ich PlayStation Plus habe für 3 Monate. Wird mir das Ding jedes Mal automatisch. Ai! Komm, ey! Hätte der mich fast gekriegt, ne? Ich bin schon wieder auf 1 HP runter und das ist sehr nervig. Ja, geh da hin, wo ich dich erwischen kann. Okay, nicht nur ein Bolt rum. Ich dachte nur, das wären 5 oder so. Na, wenn ich Bomben will, die sofort explodieren, nehme ich den Bombenhandel besser. Die erste Waffe im Spiel ist dann doch eine Rohrkammer. Oh,
Als ob ich mich auf so einen Scheiß einlasse. Noch mehr, ah, toll. Wenn man in die falsche Richtung guckt, schießt er auch nicht richtig. Aber kann mich auch mal nicht hier erwischen. Normalerweise wäre das ganz tolles Platforming für mich, aber da ich nur ein HP habe, riskiere ich das jetzt nicht.